Gut, ich bin hier direkt wieder mit Silent Hunter 3 mit GWX 3.0 Gold und diesmal, weil ich direkt gerade eben einen Funkspruch gekriegt habe, dass im Rahmen der Operation Weser-Übung, also der Besetzung Norwegens, alle U-Boote, die das machen können, also für die es erreichbar ist, Richtung Norwegen fahren können. Und weil ich gerade praktisch schon dort bin, fahre ich auch mit äußerster Kraft, also so schnell wie es irgend geht, dorthin, wenn mir der Dieselvorrat derzeitig ausreicht. Und ich denke mal, die paar Minuten, die ich jetzt dahin brauche, werde ich nicht rauscutten, weil es einfach nicht lohnt. Und eben auf meiner letzten Fahrt, also der mit dem Konvoi-Angriff, wurde mir das Ritterkreuz verliehen und ich wurde zum Kapitänleutnant befördert. Und ich habe schon wieder einen Funkspruch. Das ist aber genau derselbe wie der, den ich gerade eben gekriegt habe. Dass ich nach Norwegen fahren soll und auf weitere Befehle warten. So. Jedenfalls wurde ich zum Kapitänleutnant befördert und habe auch jetzt, wo die verfügbar sind, ein bisschen stärkere Batterien in mein Boot eingebaut. Also ich kann jetzt etwas länger getaucht bleiben. Und eben ein bisschen muss ich mit meinem Diesel jetzt doch aufpassen, weil ich jetzt bald nach Nordfrankreich fahren muss. Also nicht zurück nach Kiel, sondern nach Saint-Nazaire, glaube ich. Oder wie auch immer man es ausspricht. Und eben, was heißt, ich darf da jetzt nicht zu viel verheizen. Oh, Island wird inzwischen auch besetzt. Und eben, Bergen wird ja eines Tages meine neue Basis werden, also gucke ich dann als nächstes mal, was ich da oben vor Norwegen dann mache. So, habe ich verbündet Kriegsschiff, aha. Also ich krieg eine Fühlungsmeldung über einen eigenen Zerstörer, das ist auch komisch. Ich jedenfalls werde vor Norwegen wieder irgendwie so rumkreuzen. Vor den beiden noch britischen Häfen. Okay, jetzt mal wieder vom Gas. Mal gucken, seit 4 Tagen bin ich inzwischen unterwegs. Also noch nicht so lang. Neben wie man hört und wenn man rausgeht auch sieht, ist es gerade, und inzwischen hat sich wieder ein bisschen gelegt, also ist es so recht am Stürmen, aber jetzt gerade immerhin ohne Nebel, also anders als auf der letzten Fahrt, wo ich einen Monat lang gar nichts gemacht habe, weil man nichts mehr gesehen hat durch den ganzen Nebel, ist jetzt immerhin noch klare Sicht. Und durch den starken Seegang bin ich halt auch ziemlich im Vorteil, weil man da drin ein U-Boot nur sehr schlecht sieht, also ich habe derzeit echtes Glück im Wetter, weil ich zwar was sehe, aber nicht gesehen werde. Einziger Nachteil ist halt, dass man dabei nicht wirklich von der Stelle kommt. Und da fällt mir ein, dass vielleicht mal an der Zeit wäre, meine Brückenwache zu tauschen. Denen geht's allen soweit noch ganz gut. Ja, und die Diesel Wache könnte ich auch mal wieder durchwechseln. So, und dann sollte das gehen, dass ich hier problemlos die nächsten Tage fahren kann. Wieder ein Funkspruch. Okay, Ofotfjord, das ist ganz oben in Narvik. Ich muss bereit sein, die Einsatzgruppe zu unterstützen. Was heißt, ich warte währenddessen am besten hier. Und je nachdem, die ganze Warterei cutte ich vielleicht doch raus. Besser. Keine Ahnung, also
Den Suchkurs hier fahre ich noch ab und cut dann. AN34. Okay, der wird wohl auf Kurs Richtung Kiel oder so sein dadurch. Nee, keine Ahnung, wo der hinfährt. Aber nicht in meine Richtung. Das gefällt mir soweit immer noch ganz gut. Wir haben derzeit ja Hochsommer praktisch und es ist hier auch die fast schon Mitternachtssonne. Auch wenn ich im Moment noch deutlich südlich vom Polarkreis bin. Aber das ist auch umgesetzt. Also dann, wenn ich mal gen Nordpol fahre, was ich mal gemacht habe, dann ist da auch praktisch den ganzen Sommer über Sonne. Also das wird im Salentante auch umgesetzt. Zumindest im Dreier. Wie es in den früheren ist, weiß ich nicht. Falsche Taste. Gucken, wie viel Diesel. Ja, geht gut. Wieder mal gucken, was ich jetzt machen soll. Aha. Na, es kommt noch eine Fortsetzung, die jetzt da ist. Also eigentlich Dinge, die für mich unbedeutend sind. Sich doch nicht einfach so einen Duft auflösen. 013. Aber verbündet. Ja, was weiß ich, wohin fährt der? Ja, dann gebe ich dem mal ein bisschen Geleitschutz. Keine Ahnung wozu, aber ich mach's. Ein bisschen zu langsam für. Da ist er. Ein kleiner Frachter ist das, glaube ich. Ja. Verbündet Kriegsschiff, das ist doch wieder so ein. Ja, der fährt auch zurück.
Naja, hier passiert, glaube ich, jetzt vorerst nichts mehr. Was heißt, dann unterbreche ich bis wieder was. Und keine 30 Sekunden später ist was, welch ich hier. Lage 316, große Entfernung. Ein Passagier- und Frachtschiff. So, jetzt ist die Frage, ob das hier einen Torpedo wert ist oder ob ich wieder komplett wahnsinnig bin und bei dem Wetter mit dem Geschütz angreife. Ich denke mal, ich könnte hier eben im Rahmen der Operation Weserübung noch den ein oder anderen Torpedo gebrauchen. Also im Moment habe ich noch alle, daher mache ich eben wieder total bekloppt und greife bei dem Wetter mit dem Geschütz an. Also 6000 Meter, auf 6000 Meter feuern ist was für schön Wetter, aber nicht für jetzt. Und jetzt hat er mich entdeckt. So. Besatzung an Deck. Deckgeschütz besetzen. Ja, das. Naja. Wird nichts bei dem Wetter mit Feuern. Also gut möglich, dass der bei dem Wetter auch früher oder später selber schlapp macht bei ein bisschen einem Schaden. Ja, super. Das ist saublöd, dass sobald das, wenn man feuert, wenn das Geschütz unterschneidet, also feuern drückt, dann feuert das, sobald es wieder frei kommt, egal wo es hin zielt. Das heißt, dann schießt man irgendwie ins Grüne. Ja, super. Und keine Ahnung, warum das Geschütz auf 5000 Meter eingestellt ist. Macht sich die Besatzung mal wieder selbstständig.
Und gleich geht's wieder ins Wasser. Oder in die Luft. Ich schaukel's auch wie blöd, also ist klar, dass das so nichts wird. Da wurde die Fracht getroffen. Ah, eins muss man denen lassen, ist die Geschützbesatzung von mir jetzt gerade ziemlich gut schießt. Anders als meistens. Ah, ein verbündetes Flugzeug. Das wird jetzt interessant. Das wird jetzt richtig interessant. Also was? Gleich zwei Stück, oi. Natürlich die... Ja, machen sie. Ja. Also das hatte ich auch noch nie, dass ich zusammen mit Flugzeugen angreife. Dann schicke ich mal wieder die Seewache auf die Brücke. Erste Seewache sichtbar. Und senden einen Statusbericht. Oh, gleich vier sogar. Sie sehen zwar irgendwie... Also sind hier komisch drauf. Die sehen halt so komisch aus, hier von der Haube her. Weil das welche aus einem Mod sind, die auch Torpedos tragen können, soweit ich weiß. Und, eben. Also, da hat halt, ich weiß gar nicht mehr von wem der Mod ist, halt offenbar komplett eigene erstellt, Flugzeuge. Und eben, daher sehen die so aus. Aber sei es drum. Sechs Stück sind es sogar. 7. Ach, herrje. Also es ist gut möglich, dass die angesprochene Kampfgruppe dann irgendwo hier in der Nähe ist. Und ich gehe jetzt erstmal wieder auf Kurs. Ne, jetzt gehen sie wieder alle. Ah, das hatte ich noch nie. Moment. 9 sind's. Das ist interessant. Ich denke mal, dann unterbreche ich wieder und wenn es wieder was zu sehen gibt, mache ich weiter. Aber eben mit der Weserübung wird sich jetzt schon noch ein bisschen ziehen. Wird sicher noch was kommen. So ein kleines Update nochmal. Norwegen hat inzwischen kapituliert. Es werden aber noch ein paar einzelne Häfen britisch gehalten, also hier Tromsø und Alta. Und ich bin halt mit, also so schnell wie es irgend geht, auf dem Weg dorthin und kurz dazu halt gerade
hier innerhalb der Fjord- und Schärenküste in Norwegen ab. Also probiere es halt dadurch, dass ich eine kürzere Strecke fahre, schneller anzukommen. Und eben, es wird sich zeigen. Also es war ja von einem deutschen Kampfverband die Rede, der auf dem Weg dorthin ist. Und mal gucken, ob ich mit dem noch was zusammen mache. Oder was daraus wird. Oh, das war nah. Und eben, jetzt mache ich gerade eine Sightseeing-Tour. Fahr auf den Hurtigruten. Da dieser norwegischen Postschifflinie. Mal gucken, was sich noch ergibt. Oder ob ich hier halt ganz umsonst inzwischen doch nicht unerhebliche Menge Diesel verheizt habe. Also dann mache ich weiter, wenn es wieder was gibt. Also wenn ich in Tromsø ankomme, bevor auch das fällt. Oder halt, wenn dann doch wieder was ist. So, noch ein Update. Tromsø wird immer noch gehalten. Und ich bin jetzt auf dem Weg in den Hafen. Also, da Norwegen kapituliert hat, gehe ich jetzt mal davon aus, dass der Hafen noch britisch gehalten wird. Und je nachdem, vielleicht fahre ich auch einfach wieder raus. Ich fahre hier gerade auch so weit, wie es irgend geht, aufgetaucht in den Fjord rein. Und eben, wenn es nur ein norwegischer Fischerhafen ist, fahre ich halt wieder raus. Und keine Ahnung, also wenn irgendwas Britisches drin ist, dann schieße ich und wenn nicht, ist eben reinfahren und wieder raus. So, und ich bin fast da und gucke mir das Ganze jetzt mal an, was es da denn so gibt. Beziehungsweise, Moment, vielleicht ist es nämlich einfach nur... Und ich würde mal so sagen, da gibt's nichts. Also das... hat jetzt aber gelohnt. Was heißt, ich mache mich dann wohl auf den Weg zurück in den Atlantik. Ja, ja, das ist hier die Stadt und sonst nichts. Rums. Gut, Moment, es gibt ja da oben noch Alta, aber das ist ganz eindeutig zu weit weg und wird wohl auch nur eine Stadt sein. Das heißt, ich drehe um und fahre wieder raus. Und um Sprit zu sparen, gehe ich auch ein bisschen vom Gas. Und der Diesel ist mal wieder nicht ausreichend besetzt. Moment, der ist noch besser, aber die alle... muss ich wohl einmal durchrotieren. Gut. Und eben, ich denke mal, das war's mit Weserübungen. Also da war wohl fast nichts los.